Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Dead for Adventures. Die letzte Folge und wir sind wieder ein bisschen weiter vorne dran, nicht viel. Aber so, dass ich mich jetzt gerade hier abseilen muss. Das war vorhin ein kleines Gefecht mit 3-4 Nazis, nichts Besonderes. Oh. Mache Licht, ich sehe dunkel. Und das war es dann nicht auch schon. Ein kleines Rätsel mit einer Statue. Ja. So, und zwar muss ich was tun. Den Weg finden. So, immer ein bisschen aufpassen. Glaubst du, dieses Artefakt hat wirklich... Wir sind draußen, aber wir sind nicht alleine. Wer schmeißt hier mit... Ach, da oben sind die. Und da hinten... Na, ihr kriegt gleich was zu spüren. Achtung! Jetzt explodiert doch schon. Oh, schnell weg. Zuerst hole ich mal den Penner da oben runter, denn das geht ja mal gar nicht. So. Alter. Welche habe ich? Ach so, ich habe die hier. Dann nehme ich doch einfach mal die da. Hier könnten wir wieder unser... Weißt du, wisst ihr, wenn man ein Spiel spielt und da ist ein Knopf, da muss er drauf drücken. Aber bevor ich irgendwo drauf drücke, Zielkegel verkleinert, Rückstoß, Feuergeschwindigkeit. Ich würde aber sagen, dann warte ich noch etwas. Und sage, ich warte noch, bis ich einen Schatz gefunden habe. Und jetzt tue ich meine männliche Pflicht und drücke diesen Knopf. Was passiert jetzt? Nichts. Das finde ich immer gut. Wenn ich ohne Konsequenzen den Knopf drücken darf. wo geht's da hin? Ja. So, die Munition noch mitnehmen. Und da würde ich sagen, wird das da hinten unsere Bestimmung sein. Ja, und wie gesagt, das hier ist die letzte Folge. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick gewähren. Boah, was ein geiler Mond. Boah, ganz ehrlich. Watermay, bist du verletzt? Cool. Wir sollten jetzt in Sicherheit sein. Ja, und hinter uns stürzt das alles zusammen. Es sieht schon geil aus. Es sieht schon cool aus, ohne Witz. So. Kaum Mehle. Kann ich die benutzen? Nein. Wo ist denn My Lady? My Lady. Oh. Moment, was haben wir da hinten? Okay, da haben wir nichts Besonderes. Bin immer noch so ein bisschen... Hier raus, oder was? Gibt's eine Karte oder sowas? Nee, gibt's nicht. Ah. Bist du bereit, unser kleines Abenteuer fortzusetzen? Ajo, freilich. Ah. Hey, irgendwer muss ja verhindern, dass man dich abmuckst. Jo. Und es soll also ich sein? Na gut, dann beginnt das Abenteuer. Magische Artefakte, uralte Flüche, tobende Mumien. Plötzlich erschienen die Geschichten meines Urgroßvaters gar nicht mehr so verrückt. Der wahre Fluch jedoch war meine Neugier. Mein Jagdinstinkt war geweckt worden. Genau wie diese fauligen Leichen. Und die Jagd hatte begonnen. Eine Karte,
Sie zeigt die Positionen von Sirius und den Sternen in dessen Umfeld. Aber vor Zehntausenden von Jahren. Ja, und? Also veraltet? Dezent, ja. Aber die Konstellation, sie ist so nur von einem Ort aus zu sehen. Der Arktis. Dort werdet ihr das nächste Fragment des Herzens finden. Auch die Nazis sind auf dem Weg dorthin. Ja, das war ja klar. Wo wir gerade dabei sind, was genau ist dieses Herzding und wie viele Teile gibt es? Das weiß man bestimmt nicht. Wetten? Das wissen wir nicht. Sag ich doch. Wir wissen nur, dass es von einer uralten Rasse erschaffen wurde, lange vor dem Aufstieg uns bekannter Zivilisation. Ein so fortschrittliches Volk, dass auf ihnen unsere Legenden über Götter und mythische Orte basieren. Vor allem die Legende von Atlantis. Können Sie sich vorstellen, was die Nazis damit anstellen würden, wenn sie das Herz in die Finger bekämen? Ich kann dir sagen, was ich... Oh nein. Bleiben wir beim Thema. Das Unglaublichste an der Geschichte ist bisher, dass sie Uncle Sam dazu kriegen konnten, ihre verrückte Behörde zu finanzieren. Hast du schon mal vom Panama-Kanal gehört? Sein Bau war nur dank des Genies von Professor Jacobs möglich. Diese Behörde zu finanzieren war das Mindeste, was sie tun konnten. Sind die anderen Agenten auch so nervtötende Bücherwürmer wie du? Zieh dich lieber warm an, Herr Quartermain. Features der Vollversion. Ach, das war jetzt im Endeffekt nur ein Demo. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Begrenzt spielbar? Na gut. Dann war's das eben. Vielleicht kann ich euch noch ein bisschen was vom Multiplayer zeigen und dann... Aber wie komme ich denn hier jetzt eigentlich weiter? Hallo? Hallo? Oh, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss und herzlich willkommen zurück. Und wir schauen uns mal ein bisschen mehr Spiele an. Ranglistenspiel, Deathmatch, erobere Schatzsuche, Team Schatzsuche, Last Man Standing. Oh, ich würde einfach mal sagen, Team Schatzsuche. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich da erlebe. Das ist so ein kleines Multiplayer-Spiel und dann war's das für dieses kleine Mini-Let's Play, Server bei voller Kapazität. Das finde ich natürlich wunderbar. Ranglistenspiel. Erobere das Artefakt. Machen wir mal erobere das Artefakt. Mal gucken, wie es hier aussieht. Und ja, ich finde es eigentlich schade, aber tatsächlich, ja gut, man hätte das Spiel durchspielen können. Was nehme ich denn? Level 1 Tourist, Kommando, Wächter, Ranger, Kundschafter, Scharfschütze. Ich erstelle jetzt mal keine eigene Klasse, ich nehme jetzt einfach mal den Kommando. So, das ist wohl unseres, das soll verteidigt werden. Und dann das übliche Szenario, Gegner greift an, wird unsere... Na. So, die werde ich gleich mal aufhalten müssen. Die kommen wahrscheinlich gleich hier entlang, vermute ich. Oder auch nicht. Ich schleiche mich mal. Naja gut, schleichen. Vielleicht den Höhenvorteil nutzen. Da oben schleicht einer rum. Boah. Alter, was geht? Wir sind ja gerade nicht wirklich gut. Blast away. Was haben wir denn hier? Zum Ablegen drücken. Was? Enemy has activated the all-seeing eye. Was war das jetzt? Eine Mine? Eine Falle? Hä? Geil. Was?
Ich hab doch gar nichts gemacht. Okay. Bisschen fragwürdig. Ich gehe mal nach da oben. Vielleicht habe ich da aber bessere Überlebenschancen. Ich glaube es ja eigentlich nicht, aber wer weiß. Wo seid ihr alle? They have stolen your artifact. Mein Artefakt wurde gestohlen, was? Oh. Das gegnerische. We have the artifact. Run, fool. Flieht, ihr Nachen. Oh, da hat sich aber jemand bei. Oh, wow, 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 wow. Ey, hallo, willst du mich verarschen oder was? Your artifact was dropped. Ja. Okay, so wirklich spaßig ist es noch nicht, aber man müsste sich auch wohl erst so ein bisschen reinfinden. Karten vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Ah, da ist es ja auch schon. They have stolen your artifact. Was? You have the artifact. Run, flieht, ihr Narren. Ah, ich wollte gerade eine Granate werfen. Oh yeah. Null Punkte. Noch so viel. Enemy has activated the all-seeing eye. Ende der Runde, Punkt fürs gegnerische Team. Aha, und jetzt? Okay, jetzt bin ich hier. Ach, Seitenwechsel oder was? Boah. Was haben wir denn hier eigentlich für Pinks? Die Pinks sehen eigentlich gut aus. Oh, ich habe den in die Luft gejagt. Juhu! Boah. Magellose Kill. So, dann machen wir hier mal das Rädchen zu. Ah. Ach, ist ja geil. Ah. Manu. They have stolen your artifact. Mal wieder. Ist ja nichts Neues. So, Granate hinterher. Okay, er ist nicht mehr da. Wo steckt es sich denn? Ah! Ich hab dich gesehen. The enemy has captured your artifact. Dieser Ivan, ich weiß nicht so genau. Ich schmeiß mal eine Granate darüber. Enemy has activated the all-seeing eye. Das allsehende Auge, wo ist man hier? Sind wir doch bei Herr der Ringe gelandet? Ah. Mann, Mann, Mann. Hier stirbt man ja häufiger als bei Monopoly-Spielen. Vor Langeweile. They have stolen your artifact. Nein! Von der Seite erledigt. Boah. Gott, oh oh. Was macht der da? Wieso hat er das gemacht, Alter? Oh, wo ist meine Waffe hin?
Leute, streckt euch doch mal an. Naja gut, könnte ich zu mir auch sagen. Nee, ist klar. Alter. Was zum Geier? See everything. Enemy has activated the all irgendwie aufzuhalten sein. Ich hab sie gerade eben gesehen, da hinten ist einer. Ja, nee, ist klar, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Okay, gleich nochmal an die Stelle hin. Got you, got me. Komme ich da irgendwie rüber? Warte mal, vielleicht mit Rennen oder so? Lade nach! Ja. Da, oh, zu langsam, zu langsam, zu langsam. Oder ich hätte einfach weiter rennen sollen. Nun. Mit diesen Worten schließe ich das Ganze hier und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick gewähren in dieses kleine, feine Spiel. They have stolen your artifact. Und ja, vielleicht probiert es ja noch selber aus, beziehungsweise habt es ausprobiert. Ich weiß nicht, wie zügig alle 4 Folgen rauskommen werden, aber naja, die erste Folge gibt's ja auch, gab's ja auch. Und ich bin schon wieder gestorben. So schnell kann's gehen. Nun, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.